Willkommen zur 67. Folge Brettspiel News Talk. Ich bin Johannes und in dieser Folge rede ich mit Autor Stefan Feld über Spieleentwicklung, seine Arbeit als Autor, die Zusammenarbeit mit Verlagen und die Neuauflagen seiner etwas älteren Spiele. So, ich habe heute wieder einen Gast, nämlich Stefan Feld. Hallo. Hallo, Johannes. Ja, sehr schön, dass du da bist. Wahrscheinlich haben die meisten Zuhörerinnen oder Zuhörer schon mal deinen Namen auf dem ein oder anderen Spiel gelesen. Magst du dich trotzdem einmal kurz vorstellen? Also ja, ich bin der Stefan und erfinde Spiele seit 98. Mit der ersten Veröffentlichung war es dann erst 2005, hat es dann erst geklappt. Und zum Spielen bin ich gekommen. Und ich nehme an, das interessiert euch Hörerinnen und Hörer am meisten. Zum Spielen bin ich gekommen, schon als kleines Kind. Am Anfang so mit der Omi, Halma und Mensch, ärgere dich nicht. Und dann ein bisschen anspruchsvolleres, Romy und Canasta. Und dann hat mir mein Onkel Skat beigebracht. Also da bin ich dann in die Stichspielecke reingekommen. Und dann hat sich's immer weiterentwickelt. Und ich bin der jüngste von 4 Geschwistern. Und zwar mit Abstand, 5 Jahre jünger als mein älterer Bruder. Und die haben dann so in den 80er Jahren angefangen, moderne Brettspiele zu spielen. Und da durfte ich dann als kleiner Steppke mit dabei sein. Und das war für mich natürlich das Allergrößte. Und da bin ich, glaube ich, so dann in die Welt der Brettspiele richtig eingetaucht, sozialisiert worden. Und dann so mit 16, 17 ist man so ein bisschen abgedriftet in Rollenspiele. Magic habe ich dann irgendwann eine Zeit lang gespielt, Trading Card, und dann aber wieder zurückgekommen. Tatsächlich auch bei mir nochmal ganz massiv mit Siedler von Catan nochmal so einen Schub gekriegt. Und da bin ich dann auch gelandet und hatte dann auch das große Glück, dass meine Frau gerne spielt. Dann haben wir dort weitergespielt und mein Sohn kam dann auch nicht drum rum, sozusagen auch Spieler zu werden, und hat dann auch immer fleißig mitgetestet. Von daher habe ich jetzt den Rahmen auch noch gezogen. Die Familie besteht aus 3 Personen, die direkt. Jetzt hast du so Klassiker erwähnt. In der Szene sind die ja schon irgendwie, weiß ich nicht, glaube ich, bei einigen so ein bisschen verpönt, bei Leuten, die viel spielen. Bringst du die immer noch gerne auf den Tisch, Skat und Co.? Also Skat hat tatsächlich nicht mehr die Verbreitung bei mir, die es haben könnte, weil man dann doch auch immer zu dritt sein sollte. Mein Sohn hat es da nicht gelernt, und Stichspiele gibt es natürlich moderne, viele auch sehr gute, so dass das seltener gespielt wird. Wir haben mal eine Phase gehabt, aber das ist auch schon 15, 20 Jahre her, wo wir dann nochmal Canasta relativ intensiv gespielt haben, meine Frau und ich. Aber im Prinzip eher weniger. Und so die ganz einfachen Sachen, Mensch, ärgere dich nicht und so, das hatte ich tatsächlich eigentlich seit meiner Kindheit nicht mehr auf dem Tisch. Jetzt hast du sozusagen auch Ausflüge zu Magic, zum Rollenspiel gesagt. Was hat dich denn wieder zum Brettspielen zurückgebracht? Also was ist das Tolle am wirklichen Brettspielen für dich? Ja, also ich hatte es nie ganz verloren. Aber das Zurückkommen, das hat, glaube ich, auch einfach was mit der Entwicklung, mit der persönlichen Entwicklung zu tun. Und in der Adoleszenzzeit ist man dann auch nochmal ein bisschen anders orientiert. Und da war eben viel hipper, Magic zu spielen oder dann Rollenspiel. Und von daher ist es so eine natürliche Sache. Also da gab es jetzt keinen Auslöser. Also ich habe es auch nie ganz verloren. Aber im Prinzip war es so, dass ein sehr guter Freund von mir während meiner Bundeswehrzeit in der Nähe stationiert war und der auch ein großer Brettspieler war. Und dann haben wir uns praktisch dort immer getroffen, um wieder Brettspiele zu spielen. Und das war dann vielleicht so die Kurve, wo man dann sagte, okay, hier war dann auch wieder mehr Brettspiele im Zentrum. Jetzt hast du als Autor ja vermutlich noch mal so ein bisschen anderen Blick auf Spiele, wenn du selber spielst, vielleicht einen analytischeren. Verhindert das so ein bisschen manchmal Spielspaß oder sorgt das vielleicht sogar dafür, dass man Spiele mehr oder anders wertschätzt? Ich habe es eingangs schon gesagt, ich verweise jetzt auf den Podcast von Inka und Markus Brandt, die ähnlich da antworten würden. Also wenn einem das Spiel packt, tatsächlich, dann analysiert man es auch nicht mehr. Allerdings habe ich den Segen und gleichzeitig auch den Fluch, dass
ich ganz stark abstrahiere bei ganz vielen Dingen. Und das sagt man meinen Spielen ja auch nach. Das Thema ist jetzt nicht so in leuchtenden Farben vorne dran, sondern es geht eher um die Mechanik. Und das passiert dann schon auch, dass ich Dinge, die andere anders wahrnehmen, ich dann sozusagen auf diese analytische Ebene zurückziehe, auf die Abstraktionsebene zurückziehe und die Mechanik hinter dem Spiel sehe. Deswegen macht es mir nicht weniger Spaß, weil, keine Ahnung, hört sich vielleicht komisch an, aber ich habe einfach Spaß an dieser Maschine, die da läuft im Spiel. Und Immersion ist für mich natürlich auch ein wichtiger Punkt und ich bin einer, das glaubt man ja selten, dass ich total gern Partyspiele spiele und alle Arten von Spielen überhaupt auch gerne und die machen mir auch alle Spaß, aber letztendlich habe ich auch eine große Freude einfach an der Maschine spielen. Okay, dann kommen wir mal zur Spieleentwicklung. Du hast gesagt, 98 hast sozusagen angefangen, da dran rumzutüfteln. Wie kamst du denn auf die Idee zu sagen, du möchtest selber ein Brettspiel entwickeln? Ja, es gab immer schon so kleine Veränderungen an anderen Spielen, bei denen ich dachte, ja, das könnte man doch mal hier so probieren oder da so probieren. Ganz vorneweg Monopoly, was ja in der Version, als ich es noch gespielt habe, eigentlich unendlich lang ging. Es gab ja kein Ende. Und dann hat man angefangen, sich Regeln zu überlegen, dass das vielleicht irgendwie besser geht. Und dann war es eines Tages so, dass eben dieser besagte gute Freund da die Pöppel Revue abonniert hatte und da war ein Wettbewerb ausgeschrieben, wo ein Spiel gesucht wurde zum Thema Radio vom WDR5, gemeinsam mit dem Nostheide Verlag und die haben dann eben so eine Ausschreibung gemacht und das hat er mir gesagt und da hatte ich dann einfach Lust, was zu entwickeln, habe das dann auch entwickelt und eingeschickt und da war es dann so, dass ich damit relativ erfolgreich war. Und daraufhin, also es gab dann den zweiten Platz und die Preisverleihung war dann im Rahmen des Deutschen Spielepreises die Verleihung. Also es war so eine Randerscheinung, eben dieses Preisausschreiben in Anführungszeichen wurde dort prämiert. Und die Jury, da saßen eben hochkarätige Leute aus der Spieleszene drin, unter anderem auch Uwe Rosenberg. Und der hatte gerade mit Bonanza einen Riesenerfolg gefeiert und den habe ich darüber kennengelernt und eben auch andere Leute. Und das war dann sozusagen der Startpunkt zu sagen, ich will in dieser Szene weiter tätig sein. Das macht total Spaß, total nette Leute und da habe ich Lust, was zu machen. Und dann habe ich eben weiter Spiele entwickelt. Und dann hast du gerade 2005 als nächstes Datum genannt. Das sind jetzt ja 7 Jahre. Wie hält man sich denn da bei Laune? Ja, also es war so, dass ich eben da erste Kontakte geknüpft hatte und da wurde mir damals auch gesagt, ich soll doch zu diesen Spieleautoren treffen gehen, die in Göttingen und damals in Haar noch, München Haar, stattfanden. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich Prototypen entwickelt, hatte auch eine ganze Menge dabei und habe dann auch eine gute Resonanz bekommen auf diesen Autorentreffen. Und das motiviert dann schon auch. Da ist man natürlich so ein Grünschnabel und vollkommen aufgeregt und dann kommen die Redakteure da an den Tisch und gucken sich das an. Und trotzdem habe ich an der Stelle schon gespürt, offensichtlich so weit weg von dem, was da gewünscht wird, bin ich nicht. Ich bin dann, also 7 Jahre ist natürlich eine lange Zeit und jedes Mal getingelt und immer wieder probiert. Aber man kommt dann eben in Kontakt und hatte dann auch gesehen, dass das Arbeiten an einem Spiel durchaus Erfolg zeigt. Es hat dann nicht ganz zur Veröffentlichung gereicht, aber es kam die Rückmeldung, das ist schon besser oder jenes ist schon besser. Und dann hatte ich irgendwann Glück, und das gehört in diesem Job auch dazu, dass dann Queen Games mit Revolting Rome eben das erste Spiel von mir veröffentlichte. Wenn jetzt Leute zuhören, die vielleicht selber an Prototypen rumwerkeln, hast du Tipps für die, wie sie vielleicht selber, ja weiß ich nicht, sich sehr sowohl weiter motivieren können, als auch, ich sag mal, in Anführungszeichen verbessern können? Also da gibt es, glaube ich, verschiedene Herangehensweisen, wie man so ein Spiel entwickelt. Wichtig ist, dass das Spiel meines Erachtens nie fertig ist. Das ist auch jetzt nie fertig, auch wenn es veröffentlicht wird, ist nicht fertig. Das merke ich jetzt umso mehr. Vielleicht kommen wir nachher noch auf die City Collection zu sprechen, die gerade alte Spiele von mir neu auflegt, aber eben mit vielen Veränderungen, dass man einfach sagt, also damals
hätten wir doch darauf noch achten müssen, das kann man verändern. Also, ich glaube nicht, dass es irgendwann fertig ist und dass man diesen Punkt auch gar nicht anstreben soll, sondern man muss irgendwann zufrieden sein mit diesem Spiel selbst und sagen, okay, jetzt macht's den Testgruppen Spaß, jetzt macht's vor allem mir selber Spaß. Also das ist jetzt meine Herangehensweise, da ich ja jetzt weniger wirtschaftlich orientiert bin, dass ich einfach sage, also das Spiel muss mir gefallen, sonst macht mir das Hobby überhaupt keinen Spaß. Und wenn ich dann sage, okay, ich bin soweit, dann gehe ich an den Redakteur. Und das ist jetzt bei mir eben ein bisschen speziell, dass ich dann doch sehr eng mit den Redakteuren zusammenarbeite. Bei Expertenspielen ist es so, die wirft man ja nicht hin und dann werden die mal schnell veröffentlicht, sondern da sind ja viele Einflüsse mit dabei. Und da bin ich mit Stefan Brück von Alea damals sehr eng in Kontakt gewesen, mit Ralf Bruhn. Und ich weiß, das ganze Spielentwickeln ist ein Prozess. Und das wäre jetzt eben auch der Tipp an die Spielautorinnen und Autoren da draußen, das auch als solchen zu sehen. Wirklich prozessorientiert und nie an irgendwas festklammern. Es ist alles ersetzbar und am Schluss habe ich einen Kunden in Form eines Verlages, der hinterher das Risiko trägt und deswegen muss man dort an der Stelle auch Kompromisse eingehen. Und es gibt oft nicht besser und schlechter, sondern es gibt passender auf die eine Zielgruppe oder passender auf die andere Zielgruppe. Du hast auch schon gesagt, dass man deinen Spielen so ein bisschen nachsagt, dass sie sehr mechanisch sind. Wie würdest du denn deine Brettspiele so allgemein beschreiben? Oder hast du vielleicht ein Spiel, wo du sagen könntest, das steht so für das, was du für Spiele entwickelst? Also mein Anspruch ist der, dass ich immer in irgendeiner Form eine innovative Mechanik drin habe. Also oft ist so der Motor des Spiels, der im Zentrum steht, der häufig mit Würfeln war. Aber auch andere Punkte, wo ich einfach sage, da habe ich den Anspruch, ein innovatives Spiel zu machen. Früher habe ich noch deutlich mehr auf Interaktion Wert gelegt. Heutzutage ist ja so, dass das Multiplayer, Solitär ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Das liegt auch ein bisschen dran, dass Stefan Brück von Alea, mit dem ich ja ganz viel gemacht habe, auch gesagt hat, dieses Konfrontative mag er nicht so gerne. Und ich glaube auch, dass die Zielgruppe tatsächlich kleiner ist, wenn es so richtig gegeneinander geht. Und in diesem Zusammenhang kann man einfach sagen, dass das eben das Zentrum meiner Spiele ist und dann eine hohe Entscheidungsdichte muss da sein. Also jeder Zug muss Entscheidungen fordern und das baue ich dann auch ein. Also einfach mal so vor sich hinspielen, habe ich selten in meinen Spielen, dass man das kann. Uwe, also in einem anderen Podcast hat Uwe Rosenberg, dem man ja vorwirft, dass viele seiner Spiele sehr ähnlich sind, mal erzählt, dass er irgendwie der Meinung ist, dass er auch immer so Kleinigkeiten verändert. Haben Autorinnen und Autoren vielleicht eine andere Perspektive drauf, was innovativ ist? Und Spielerinnen und Spieler wünschen sich da vielleicht irgendwie so größere Innovationen? Ja, das ist jetzt natürlich spannend, mich an der Stelle mit Uwe zu vergleichen, weil Uwe ja tatsächlich die einzelne Mechanik, und das ist für ihn dann auch Innovation, zu verändern, zu verbessern. Also das sagt er ja auch selber. Er will aus diesem einen Mechanismus immer noch mehr und noch mehr und noch mehr rausholen. Ich meine, die jüngsten Beispiele sind ich weiß gar nicht, wie es heißt, mit dem Frame und Sagani und Nova Luna, so heißt es, glaube ich, genau. Da entwickelt er ja eine Idee immer noch weiter. Das würde ich für mich so nicht sagen, sondern ich versuche tatsächlich, einen Kernmechanismus nicht nochmal zu verwenden. Also jetzt ein Beispiel, Macau, die Windrose damals, die kam in keinem anderen Spiel mehr vor. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, und das gehört auch zu so einem Art Branding, sage ich mal, dem eigenen, dass man Spieleaspekte, bei mir ist die Feldleiste, wurde sie irgendwann genannt, also wenn es um die Spielreihenfolge geht, dass man da so eine Leiste hat und auch nicht in Spielreihenfolge spielt. Das ist so ein typisches Mittel, was einfach viele, viele Probleme behebt und deswegen nimmt man das dann auch als Mechanik wieder rein und deswegen gibt es auch so eine Wiedererkennung. Und den Anspruch habe ich für mich eigentlich und deswegen merkt man meinen Spielen schon an, dass sie von mir sind, oft, aber dass sie doch alle irgendwie unterschiedlich sind. Und
eben was Neues bringen. Manchmal mehr Neues, manchmal weniger Neues, aber im Prinzip doch auch eine neue Mechanik drin haben. Ich finde, bei dem Begriff Autor denke ich zumindest erst immer an sowas Künstlerisches. Jetzt ist das, wie du das beschreibst und auch andere Autorinnen und Autoren, mit denen ich geschrieben habe, das klingt eher nach Handwerk. Was ist das denn für dich, Spieleentwicklung? Ja, hatte ich letztens eine interessante Diskussion mit Rajiv Gupta, dem Chef von Queen Games, ob jetzt Autorenschaft, Spieleautor, künstlerische Tätigkeit ist oder nicht. Ich glaube, das Erzeugen von Emotionen am Tisch durch das eigene Spiel hat schon eine künstlerische Ebene. So wie ich mit verschiedenen Farben auf einem Bild auch Emotionen erzeuge. Das reine Auftragen einer Farbe auf dem Bild ist ja auch nichts anderes als Handwerk, sage ich mal. Oder einzelne Töne nacheinander abzuspielen, ist auch nichts anderes als Handwerk. Also im Prinzip ist so eine Mischung aus Engineering und tatsächlich kreativen Prozess zu sagen, hier kommt jetzt die Emotion raus und da wird es dann schon, also künstlerisch, das ist so ein großes Wort, letztendlich muss man künstlerisch halt mal definieren richtig, dann kann man es einordnen oder nicht, aber es liegt irgendwo zwischendrin. Was hast du denn du hast ja viel Erfahrung als Autor, was hast du denn handwerklich gelernt? Also man kann ja schon, ne, wenn wir jetzt auch irgendwie bei Bildern gucken oder auch bei Filmen oder sowas, da gibt es ja gewisse handwerkliche Prozesse, die man erlernen kann. Hast du das für dich auch, dass du irgendwie merkst, du hast bestimmte Sachen gelernt, was die Brettspielentwicklung angeht? Also ich glaube, ob ich das jetzt extra gelernt habe, aber also sequenzielles, logisches Denken ist natürlich wichtig, eine Strukturierungsfähigkeit ist wichtig, das sind Dinge, ein bisschen Mathematik, aber das wird immer sehr hoch gehängt. Also so viel Mathematik ist in den Spielen dann auch nicht drin, dass man das auch auf einem normalen Niveau irgendwie hinkriegen können. Experimentierfreude auf jeden Fall, also man muss einfach die Fähigkeit mitbringen zu sagen, ich probiere, verwerfe, also Trial and Error ist ein wichtiger Punkt. Ob das jetzt erlernbar ist, weiß ich nicht. Aber man muss natürlich eine gewisse Frusttoleranz mitbringen, auch dass eben was nicht klappt. Ansonsten, ich habe es vorhin schon angedeutet, ist so, dass es dann immer wieder ähnliche Probleme gibt bei dem typischen Euro-Game, sage ich mal. Und dass es dann für manche Dinge einfach Lösungen gibt, die man als Baustein auch wieder einbaut. Und das lernt man natürlich schon irgendwann. Wie gehst du denn dann ganz allgemein bei der Entwicklung von Brettspielen heran? Also wie startet es denn bei dir? Gibt es so zwei Herangehensweisen. Also die eine ist die, dass ich manchmal wirklich mich hinsetze und denke, jetzt möchte ich eine neue pfiffige Mechanik entwickeln und dann sitze ich am Schreibtisch und denke über diese Mechanik nach, mit Würfeln, mit Karten, mit was auch immer, Klötzchen. Und sie sollte möglichst anders sein. Manchmal ist es aber auch so, dass ich irgendwie unterwegs bin oder was auch immer, einen Artikel lese über ein ganz anderes Spiel oder irgendwas und dann kommt so eine Idee, wo man denkt, da könnte man doch mal was draus machen, gab es das schon, gab es das noch nicht oder so irgendwie. Und darauf baue ich dann auf. So, und von dieser Grundidee entsteht er in meinem Kopf, und das ist tatsächlich der erste Prozess, und der geht manchmal Monate, dass ich sozusagen ein fertiges Spiel im Kopf konstruiere. Jetzt verweise ich wieder auf Markus und Inka Brandt, die alles testen. Bei mir ist tatsächlich so, das Grobgerüst, oder nee, eigentlich schon auch das Feingerüst, ist in meinem Kopf. Ob das dann schon funktioniert, ist nochmal die andere Frage, aber regeltechnisch ist meistens so, dass das alles dann schon Hand und Fuß hat. Dann ist der nächste Schritt, dass ich es umsetze am Computer, dann baue ich eben den Prototyp, mache das in einem Grafikprogramm, setze die Grafiken auf, die dann irgendwann gebastelt werden, dann liegt das erste Spiel da, dann spiele ich eigentlich das allererste Spiel mit mir selbst, so zweihändig meistens, und da kriegt man dann schon häufig mit, funktioniert es oder funktioniert es nicht, vor allem was die Entscheidungen angeht, im Spiel. Sind die gefordert oder sind sie nicht, das merkt man ja beim Spiel. Das ist natürlich auch immer vom Spiel abhängig. Es gibt Versteigerungsspiele zum Beispiel, die man ja allein ganz schwer testen kann, weil man da einfach dieses Steigern schwer simulieren kann.
Aber also im Prinzip ist das der nächste Schritt. Und dann habe ich, ich habe es vorhin erwähnt, ich habe das Riesenglück, dass meine liebe Frau Susanne mich da riesig unterstützt, und dann spielen wir es zu zweit richtig Mensch gegen Mensch, und das ist ein ganz wichtiger Entwicklungs- und kreativer Prozess, weil sie ein wunderbares Gefühl dafür hat, ob das Spiel, sagen wir mal, Spaß macht oder nicht. Also sie sagt dann ganz klar, nee, so nicht, das ist viel zu heftig oder viel zu kompliziert oder sowas in der Richtung. Und da geht's dann weiter. Dann bin ich bei den Offenburger Spielefreunden. Das ist hier ein Club in Offenburg im Schwarzwald, und da bin ich einmal der Woche, und da sind dann Testgruppen, also einfach Freunde, die dann gerne auch mittesten, und da habe ich auch das große Glück, dass ich jetzt soweit bin, dass ich da auch die Wahrheit gesagt bekomme. Also wenn man so in ganz fremde Gruppen reingeht, dann ist manchmal schon so, ach ja, ist ja toll, wir dürfen was von dir testen und alles ist irgendwie Bombe, aber das bringt einem ja letztendlich nur bedingt weiter. Und da sitzen echt Leute, die dann auch sagen, also den Finger in die offene Wunde legen, und da geht es dann weiter. Und dann, und da ist das Spiel eben noch überhaupt nicht fertig, das habe ich vorhin gesagt, dann so nach, wenn ich sage, okay, 70% und der Kern, der passt jetzt, dann gehe ich jetzt auf Redakteure zu, und da habe ich jetzt das große Glück, dass ich eben nicht mehr tingeln muss und auch nicht mehr den Prototyp irgendwie hinschicken, sondern dann gehe ich hin und dann spielen wir es zusammen in der Version, weiß aber, dass da noch sehr viel passiert. Und die sind natürlich auch nach wie vor ehrlich, weil sie ja das Risiko tragen und das auch verkaufen müssen, dass sie dann sagen, ja, was willst du eigentlich mit dem Mist? Da kannst du mal wieder gehen. Oder sie sagen, oh ja, da lässt sich was draus machen. Lass uns mal da und da und da gucken. Und dann gehe ich wieder heim, dann wird es überarbeitet, dann geht es weiter, und so ist es ein Ping-Pong. Und dann ist jetzt eben, habe ich das Glück, dass ich mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, dass wir uns dann auch mal ein Wochenende oder ja, auf so Spiele treffen, einfach wirklich tagelang zusammensetzen und dann nur dieses eine Spiel sehr intensiv beackern. Und das bringt die Spiele extrem auch voran. Und dann ist man auch auf einer gemeinsamen Ebene, wo man sagt, so kann es jetzt raus. Jetzt ist es ja so, dass wir als SpielerInnen immer nur die fertigen Brettspiele sehen, die auch veröffentlicht werden. Wie viele Prototypen verwirfst du denn wieder oder werden vielleicht auch von Verlagen gesagt, das passt aktuell nicht? Kannst du das so sagen im Verhältnis zu den Spielen, die rauskommen? Da bin ich, glaube ich, nicht eine gute Messlatte, weil also bei mir sind es ja, 2/3 kommen raus und 1/3 verwerfe ich. Das liegt aber daran, dass ich eigentlich nichts wirklich verwerfe, sondern dass ich dann irgendwann nach einem Jahr oder nach 2 oder nach 3 sage, jetzt ist die Zeit wieder gekommen, daran weiterzuarbeiten. Verändert sich auch viel an dem eigentlichen Mechanismus manchmal, aber das Spiel bleibt das Gleiche. Also von daher lege ich es nie ganz ad acta. Und an der Stelle, auch ein kleines Beispiel, habe ich an anderer Stelle auch schon häufig erzählt, Notre Dame war so ein Beispiel. Damals, ist ja jetzt auch schon, weiß ich nicht, 2011, da hatte ich einen Mechanismus drin, den Stefan Brück nicht wollte. Da hat er gesagt, das ist viel zu lang, das Spiel, das geht ja 3 Stunden, das müssen wir jetzt rausschmeißen. Und da habe ich mich nicht dran geklammert, habe ihn rausgeschmissen, habe ihn aber nicht aufgegeben. Und dann ist ein eigenes Spiel draus geworden, Speicherstadt. Später die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das kennen, da stellt man sich so an, um dann, das ist so eine Art Versteigerung. Und das war eben im ursprünglichen Spiel drin. Und deswegen kann man sagen, die landen alle in der Tonne, sondern ich hole sie halt irgendwann mal wieder raus. Und dann, ja, wird es meistens auch was. Du hast vorhin gesagt, du möchtest nur Spiele veröffentlichen, die dir auch gefallen. Ist es so, dass du mit deiner Erfahrung irgendwie schon merkst, wenn ein Spiel vielleicht auch so ein Klassikerpotenzial hat? Also Bogen von Burgund kann man wahrscheinlich schon sagen, dass das ein moderner Klassiker ist. Hast du das schon gemerkt? Okay, das könnte was, weiß ich nicht, was Größeres werden als andere Spiele? Nee, da bin ich ganz schlecht drin. Also und auch mein Umfeld. Es gibt Spiele, von denen wir sicher waren, super, das wird einschlagen wie eine Bombe. La Isla war so eins, haben wir rauf und runter gespielt, haben auch Leute dazu gebracht, die sonst nicht so viel spielen, die haben das echt gerne gespielt. Und das ist ja sozusagen unterm Radar vollkommen durchgeflogen. Burgen von Burgund kam in meinen Testgruppen und auch beim Redakteur, auch wieder Stefan Brück, nicht besser an als das, was davor war, Notre Dame oder Jahr des Drachen und auch was danach kam.
Also hätte man nicht sagen können, und dass sich das jetzt so verselbstständigt hat mit Burgund, ist für mich selber auch eine Überraschung. Du hast gesagt, bei dir ist es wichtig, dass jeder Zug zählt. Das kann ja manchmal, glaube ich, auch bei einigen irgendwie zu Frust führen. Wie tariert man das denn aus, so diese irgendwie Belohnung oder so, ja, Züge, die einen belohnen und andererseits so ein bisschen die Herausforderung, aber dass es nicht in Frust endet? Ja, das hat sich über die Jahre bei mir auch so ein bisschen geändert. Also da ich selbst eine sehr hohe Frusttoleranz habe, macht mir das auch überhaupt nichts aus, wenn man mal eine vom Spiel gelangt bekommt, sage ich mal. Das geht aber nicht allen so. Und von daher, und das ist, glaube ich, jetzt modernes Spiele machen, merken wir ja immer mehr, kurzfristige Belohnungen kommen immer mehr in Mode und hier noch ein bisschen was und da noch ein bisschen was. Und so federt man dann auch mal ein paar, sagen wir mal, Hiebe in die Magengrube, das so ein Spiel verteilt, auch ab. Also am Schluss muss das Spielgefühl ein gutes bleiben. Und wenn ich natürlich in so eine Abwärtsspirale reinkomme, dann habe ich ja keine Lust mehr, das Spiel nochmal anzufassen. Wobei im Jahr des Drachen war das, ich weiß nicht, ob du das kennst, da war das ja Konzept sozusagen, dass man einen auf die Mütze kriegt und dass man einfach versuchen muss, nicht unterzugehen. Und wem das am besten gelingt, der gewinnt eben das Spiel. Das war aber ganz bewusst so angelegt. Das würde ich heute so, glaube ich, nicht mehr wagen, beziehungsweise die Verlage würden es, glaube ich, so auch nicht mehr rausbringen, weil das einfach doch eine sehr, sehr kleine Zielgruppe hat. Das klingt ein bisschen so, als würde man den Spielen so die Ecken und Kanten abschleifen. Würdest du dir das vielleicht wünschen, auch nochmal so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein ruppigeres Spiel zu machen, falls man das so sagen kann? Ja und nein. Also natürlich, jetzt aus Autorensicht macht es dann auch Spaß. Und wie gesagt, ich spiele solche Spiele ja auch gerne. Andererseits sehe ich dann, wenn andere Testerinnen und Tester da einfach Schwierigkeiten mit haben, dann ist es ja nur der halbe Spaß. Und ich mache ja meine Spiele eben nicht wegen des Geldes, sondern weil ich die Leute erfreuen will, weil es schön ist, ein schönes Produkt zu haben. Und wenn die dann alle mit langem Gesicht da sitzen, dann ist es nur halb so gut, sage ich mal. Also da weiß ich gar nicht, ob ich da jetzt so eine Riesenlust drauf hätte. Auf der anderen Seite, also es darf schon auch, und das wird es auch in nächster Zukunft geben, in den nächsten paar Jahren, schon auch nochmal wieder ein bisschen konfrontativer werden. Und da arbeite ich auch dran. Aber da ist die Zielgruppe einfach ganz klar gesteckt. Und man sagt jetzt, okay, das ist nicht der typische Euro-Klassiker, sondern da geht es jetzt in Richtung Ameritrash, gekoppelt mit Euro-Elementen. Und das macht mir natürlich auch große Freude und da ist natürlich auch Frust dabei, klar, und der Glücksfaktor höher und so muss man mögen. Es wird immer gesagt, die Spielebranche entwickelt sich weiter, Spiele werden besser, es kommen irgendwie neue Mechanismen dazu. Wie hält man sich denn auf dem Laufenden? Weil es ja, glaube ich, weiß nicht, wenn man lange dabei ist, ist irgendwie das Risiko da, dass man auf so einem Stand bleibt von vor, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren? Jein. Ja, natürlich, die Gefahr ist immer da und das will ich auch nicht ausschließen und es ist auch immer schwieriger geworden. Aber man ist ja nicht nur Autor, oder ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich bin ja nicht nur Autor, sondern ich bin Spieler. Und zwar durch und durch. Das heißt, ich spiele auch und sichte den Markt. Das ist natürlich bei, keine Ahnung, wo wir jetzt gerade sind, 1500 Veröffentlichungen pro Jahr weltweit, da kommt man ja nicht mehr hinterher. Aber man bleibt schon irgendwie dabei und merkt auch Entwicklungen. Aber solche grundsätzlichen Mechaniken, wie nennen wir es mal, Deckbuilding, wie in Dominion benutzt. Wobei Deckbuilding gab es vorher schon in Hülle und Fülle, natürlich in verschiedener Form, aber das jetzt unter uns Spielerinnen Bekannte, das war einfach ein Meilenstein nochmal. Und da wird es jetzt, glaube ich, weiß ich nicht mehr so enorm viele geben. Da wird es sicher vielleicht nochmal irgendwie auch wieder eine tolle Idee geben, die so einfach und eingängig ist und so vielleicht auch was Bekanntes nochmal moduliert, dass man sagt, ja, das ist jetzt einfach nochmal outstanding. Aber im Großen und Ganzen wird da viel Gleiches bleiben. Aber, und dann sind wir wieder bei Uwe Rosenberg,
dann ist eben auch mal im Kleinen schön, nochmal was Neues zu sehen. Und das muss man ja wirklich sagen, dass da unglaublich viele tolle Dinge, jetzt was Mechaniken angeht, auch ausprobiert werden, wo ich selber manchmal mit den Ohren schlackere und sage, oh ja, das hätte ich auch gerne erfunden. Also das sind tolle Sachen und da glaube ich dran, dass es auch weiterhin so sein wird. Und vielleicht ergänzend, das ist ja nur in unserer Branche so. Also ich meine, der Krimi bleibt der Krimi abends, sonntagsabends und da geht es meistens um einen Mord oder sonst irgendwas. Trotzdem kann er ja anders erzählt werden und trotzdem bleibt er spannend, trotzdem ist die Nachfrage da. Und das andere ist, dass ja die Generationen nicht alle mitwachsen. Also es gibt natürlich auch welche, aber es kommen ja jetzt zum Glück auch viele neue Spielerinnen und Spieler mit dazu, die das ganze alte Zeug ja gar nicht mehr kennen. Also und wenn man dann irgendwelche Iterationen von alten Ideen nochmal neu hat, dann kriegt man ja da auch wieder die Leute zum Spielen. Was ja vielleicht ein Game Changer sein könnte oder vielleicht in einigen Bereichen schon ist, sind ja so App-Unterstützungen. Das ist ja gerade, also bei einigen Dungeon-Crawlern jetzt zuletzt wird das gemacht, so, um so ein bisschen den Dungeon Master zu ersetzen. Ist das was dich vielleicht auch mal reizen würde, ein Spiel mit App? Durchaus würde es mich reizen, aber da glaube ich, habe ich momentan nicht die Kapazitäten, das wirklich in einem richtigen Ping-Pong mit jemandem, der dann App programmieren kann und macht, das auszuformulieren. Also dazu muss man wissen, dass ich ja Schulleiter an einem allgemeinbildenden Gymnasium hier in Gengbach bin und eigentlich das Spieleerfinden meistens auf die Ferienzeit sich beschränkt oder am Wochenende eben und dass ich da gar nicht so im intensiven Kontakt mit dem Verlag arbeiten könnte. Spannend ist es schon und gerade an der Stelle, so wie du es ja genannt hast, macht es ja auch Sinn. Es will sich ja nicht immer irgendwie jemand als Spielleiter einarbeiten und wenn das dann die Maschine in Anführungszeichen gut übernimmt, why not? Jetzt ist es ja so, dein Name steht ja in der Spieleszene schon für etwas. Wie ist es das jetzt eigentlich, an Spielen zu entwickeln mit dem Wissen, dass Leute vielleicht auch von Stefan Welt was Gewisses erwarten im Vergleich zu vorher, wo du irgendwie so eine neue Person in der Szene warst? Ja, schwierig. Ich glaube, auch dort kämpft man nicht nur in der Spieleszene mit, sondern als Schauspieler, wenn man auf seine Rolle festgelegt ist, muss man immer wieder den jugendlichen Liebhaber spielen oder irgendwas. Also jüngstes Beispiel dazu, Cocopelli liest man sehr häufig. Ganz gutes Spiel, aber nach Stefan Feld fühlt es sich nicht an. Und das kann hinderlich sein, weil natürlich hier, wenn man eine gewisse Fanbase hat, sage ich mal, ist die Erwartungshaltung auch in diese eine Richtung. Wenn man dann mal außerhalb dessen, was man sonst tut, agiert, also vielleicht wirklich mal einfache oder Familienspiele macht, dann geht die Kinnlade runter und sagt, das hat man jetzt aber nicht erwartet von einem Feld. Und deswegen ist es auch ein bisschen ein Fluch. Auf der anderen Seite will ich mich auf gar keinen Fall beschweren. Also es ist ja toll, dass viele Leute auch dem Eurogame treu geblieben sind und tatsächlich auch meine Spiele mögen. Und das ist ja dann schön. Und das macht mir ja auch viel Spaß. Also sonst würde ich es ja machen, sonst würde ich ja die Expertenspiele oder oberes Kennerniveau machen, weil es einfach auch Spaß macht, sie zu entwickeln. In der Literatur ist es ja so, dass sich einige Autoren, ich weiß nicht, Stephen King ist da so ein bestes Beispiel, diverse Pseudonyme zulegen. Hast du mal darüber nachgedacht oder ist es eher hinderlich, weil zu sagen, dein Name zieht schon? Also da kommt ja eher der Verlag auf mich zu und sagt, mein Name zieht schon, den schreiben wir jetzt da noch drauf. Aber was wir uns jetzt tatsächlich mal überlegt haben, hier, meine Frau und ich, ob wir bei Spielen, die jetzt einfach sind, weil wir jetzt, ich habe gerade einen Prototypen da liegen, der relativ familienfreundlich ist, dass wir einfach mal Familiefeld oben drauf schreiben, sozusagen als Entwicklung, weil meine Frau da auch viel mit dabei ist, um zu sagen, also kein Pseudonym, aber um klar zu machen, Achtung, Familienspiel, das ist jetzt nicht der typische Stefan Feld. Und vielleicht wäre das so ein Zwischending. Also Pseudonym. Ich glaube, so wichtig bin ich dann doch nicht und die Branche nicht so über zu interpretieren, dass man jetzt hier mit Pseudonymen arbeiten müsste. Also ich nicht.
Jetzt entwickelst du schon sehr lange Spiele, es wurden schon sehr viele Spiele von dir veröffentlicht. Wie ist denn das Gefühl inzwischen, wenn dann das erste Mal diese, weiß nicht, diese Production Sample oder auch das fertige Spiel, das, wenn du das auf dem Tisch liegen siehst, ist das immer noch, ja, weiß ich nicht, ist immer noch so eine gewisse Magie, Begeisterung? Ja, definitiv. Also, und das ist noch wie am ersten Tag. Jetzt gerade war Ulrich von Queen Games da und hat mir vorab schon mal die Kickstarter-Sachen gebracht von der City Collection. Es ist wie Weihnachten, wirklich. Also man sitzt dann da wie ein kleines Kind und das immer wieder einmal beim Autor, aber auch beim Spieler. Es macht einfach Spaß, das auch zu zelebrieren und das auszupöppeln und aufzubauen und so weiter und so fort. Und das ist das Schönste und das motiviert mich auch wirklich, dieses fertige Produkt in der Hand zu haben. Und umso schlimmer ist dann manchmal, wenn dann grafisch was daneben geht oder sonst wie, weil man ja einfach ein schönes Spiel haben will. Und das macht Riesenspaß. Also ja, ungebrochen. Du hast jetzt auch angesprochen, dass du das Spieleentwickeln ja nebenbei in deiner Freizeit machst. Hast du mal darüber nachgedacht, das Vollzeit zu machen? Also natürlich denkt man immer auch mal wieder drüber nach. Aber dazu mache ich meinen Beruf einfach viel zu gerne, dass ich jetzt sagen würde, nee, Schule lasse ich sein. Wir haben tolle Schülerinnen und Schüler, tolle Eltern, tolle Kolleginnen und Kollegen und das ist wirklich einfach schön, da zu arbeiten. Und jetzt sind wir wieder beim kreativen Prozess, dass in dem Moment, wo wir anfangen, als Autoren davon leben zu müssen und unter Druck zu kommen und Zeiten einzuhalten und so weiter, dass dann mir der Spaß verloren ginge und auch die Kreativität verloren ginge, wenn ich wüsste, jetzt muss ich auf Druck irgendwas entwickeln. Und deswegen habe ich dann diese Gedanken auch immer wieder zur Seite geschoben. Wobei, wenn ich das ergänzen darf, also letztendlich, ich mache es wirklich nur in der Freizeit, aber das ist schon ein ausfüllendes Hobby, kann man schon so sagen. Mir ist aufgefallen, zumindest scheint das auf Twitter sehr krass so zu sein, dass sehr viele Brettspielerinnen und Brettspieler Lehrkräfte sind. Du ja auch. Kannst du dir darauf mal reinmachen, woran das liegen könnte, dass vielleicht gerade unter den Lehrkräften viele Brettspiele spielen? Also ich glaube, dass es einmal natürlich klar ist, dass, sagen wir mal, im Bürgertum, Anführungszeichen, mehr gespielt wird als in anderen Bereichen, sozialen Bereichen, sagen wir es mal vorsichtig. Man muss ja jedes Wort auf die Goldwaage legen. Also, und da sind Lehrer natürlich mittendrin, also was das Bürgertum angeht. Deswegen gibt es da per se schon ein bisschen mehr Spieler und es hat ja schon auch sowas Pädagogisierendes manchmal, wenn man Spiele bringt. Ja. Also deswegen, das ist ein Erklärungszweig. Der andere ist natürlich, dass wir Lehrer unendlich viel Freizeit haben und deswegen so viel spielen können. Das ist ja ganz klar. Wie ist es denn? Also von vielen Lehrkräften hört man dann an den Schulen, gibt es Brettspiel-AGs oder sowas. Wie ist das bei dir? Machst du irgendwie deinen Einfluss als Spieler in deiner Schule? Ja, gibt es da irgendwas in dem Bereich? Noch nicht oder sehr wenig. Warum? Weil ich wirklich jetzt die letzten 20 Jahre darauf geachtet habe, das streng zu trennen. Ich wollte nicht, dass der Feld macht selber Spiele, jetzt bringt das noch in die Schule rein und am Schluss sollen es die Schülerinnen und Schüler noch kaufen. Super. Aber jetzt bin ich tatsächlich mit der Hochschule Schweinfurt im Kontakt, um wir haben so einen Zug am Gymnasium, oder ein Profil, der die Persönlichkeitsentwicklung in den Blick nimmt. Das von der 5. Klasse bis hoch zur 13. Klasse wird da was entwickelt. Und da sind wir jetzt gerade dabei zu überlegen, was Brettspiel denn zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen kann. Und in diesem Zusammenhang wollen wir das jetzt tatsächlich auch noch so ein bisschen von der wissenschaftlichen Seite betrachten. Und da wird es jetzt auch dann mehr Angebote bei uns in der Schule geben. Wir haben das große Glück, dass wir auch mit der städtischen Mediathek und unserer eigenen Bücherei sehr eng verbunden sind und die haben eine große Spielbibliothek, dass wir da einfach auch schon Brettspiele zur Verfügung haben, die jetzt nicht aus meinem Fundus kommen. Wie gesagt, das ist mir dann auch immer wichtig. Ja, super spannend. Das ist ja schon so, dass vielleicht auch das dadurch, dass Brettspielen verhältnismäßig ja junges Kulturgut sind, die wissenschaftliche Perspektive jetzt in den letzten Jahren wird das immer mehr forciert oder in den Blickwinkel gebracht.
Also das Brettspiel als solches auf jeden Fall. Spielen an sich ist ja schon immer betrachtet worden und da gibt es ja auch viele Effekte, aber ich glaube, das Brettspiel an sich macht oder ist jetzt mehr in den Fokus geraten, weil es eben das Videospiel als Vergleich gibt und man jetzt dann sagt, aha, was erzeugt eigentlich Videospiel? Und dann sind wohl ein paar schlaue Köpfe auch drauf gekommen zu sagen, was erzeugt eigentlich Brettspiel oder welche Bedingungen gibt es, welche Folgen gibt es auch. Und jetzt hat mir gerade ein Freund von einem Buch über Gehirnforschung erzählt, ich weiß gar nicht, wie es heißt, und Demenzprophylaxe und sowas. Und da war auch wieder das Spiel einfach ein wichtiger Bereich. Und ich glaube, das beschäftigt unsere Gesellschaft ja jetzt heute auch immer mehr, diese Prozesse, und sich mit Spiel in Gesellschaft fit zu halten. Wobei ich gleich dazu sagen will, das ist nicht der Anspruch des Brettspiels. Also wenn man es nicht als, also ich erfinde keine Spiele, um Alzheimer-Prophylaxe zu machen, aber als Werkzeug das dann zu transportieren, da halte ich es für wirklich gut. Und wo ich es auch noch, und da geht es jetzt bei uns an der Schule eben drum, wo ich es wirklich, glaube ich, für wichtig oder hilfreich finde, ist, dass man eigene Stärken und Schwächen auch ein bisschen erkennen kann. Habe ich eine gute Frusttoleranz? Kann ich gut verhandeln? Kann ich gut strategisch denken? Kann ich sequenziell denken und solche Dinge? Dazu muss ich dann über das Brettspiel reflektieren und das wollen wir bei uns eben auch einbauen. Aber da lässt sich sehr viel über sich selber lernen und auch über das Verhalten in der Gruppe in diesem geschützten Kontext. Und da freue ich mich jetzt auch richtig drauf, wie das in den nächsten Jahren weitergeht. Du hast jetzt auch schon immer wieder unterschiedliche Verlage angesprochen, Alea, Queen Games oder Hall Games. Wie ist denn das für dich als Autor? Hast du dir, ja, ich weiß nicht, kann man sagen, sind das Stammverlage für dich? Ja, das kann man, glaube ich, schon sagen. Also ich bin jemand, der sehr auf der persönlichen Ebene agiert. Also mir ist Beziehung wichtig und da muss ich dann schon irgendwie mit den Leuten gut auskommen. Wobei, auch das sage ich eigentlich in jedem Interview, bei uns in der Szene habe ich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Aber letztendlich sind da auch Freundschaften entstanden und Stefan Brück von Alea ist einer, Ralf Bruhn von Hall Games ist jemand, jetzt Ulrich von Robert von Queen Games, mit dem ich toll zusammenarbeite und das ganze Team von Queen Games, die ja auch häufiger mal in der Kritik stehen, aber das sind tolle Leute und mit denen dann zusammenzuarbeiten ist einfach schön. Und von daher kann man dann schon sagen, irgendwie hat man seine Stammverlage. Was aber nicht heißt, dass ich nicht auch mit anderen zusammenarbeiten würde. Natürlich klopfen jetzt viele junge Verlage auch immer an und hast du was für uns und so. Und das finde ich auch total spannend, auch ganz nette Leute. Aber da habe ich einfach nicht genug Kapazitäten, auch zu sagen, ich kann jetzt alle bedienen. Und da wird dann schon auch ein bisschen abgefischt von den Alteingesessenen, das muss man schon sagen, ja. Wie ist das denn, wenn man auf so einer freundschaftlichen Basis dann zusammenarbeitet, wenn man mal nicht einer Meinung ist? Es kann ja sein, irgendwie, dass du denkst, ah, das ist aber super essentiell für das Spiel und die, weiß nicht, Leute aus der Redaktion denken, aber vielleicht ändern wir das. Wie löst ihr solche Konflikte, falls das Konflikte sind? Ja, also ganz, ganz selten kriegt man sich da mal in die Haare. Also da wird es wirklich selten emotional, weil wir dann eben analytisch auch rangehen und sagen, was funktioniert nicht, beziehungsweise wir dann auch wirklich uns hinsetzen und sagen, wo wollen wir mit diesem Spiel hin? Ist jetzt was für den Kennerbereich? Ist jetzt was, was interaktiver sein soll? Und dann finden sich Lösungen und dann sind wir wieder mehr beim Engineering sozusagen, dass man sagt, okay, dieses Zahnrad passt halt hier nicht, dafür muss die Schraube da rein. Und das ist kein echter Konflikt. Und warum es vielleicht auch keine Konflikte gibt, ist, weil ich mich eigentlich auch nie ums Thema kümmere. Und von daher, also natürlich hat mein Spiel ein Thema und die Mechanik sollte schon auch durch eine gewisse Thematik unterstützt sein, aber diese Immersion, die jetzt in Erzählspielen der Fall sind, das denke ich mir vorher nicht aus. Also und da macht der Verlag natürlich viel und hat volle Freiheiten und da bin ich auch niemand, der sagt so, aber nicht. Und von daher gibt es da auch keine Konflikte.
Wie war das denn dann bei Bonfire? Weil das ist ja schon spannend, dass da im Nachhinein sogar so eine kleine Hintergrundgeschichte veröffentlicht wurde. Ja, also da waren wir auf der GenCon 2019 noch. Und anschließend haben Ralf Brun von Horrorgames und seine Frau und meine Frau und ich noch Amerika-Urlaub dran gehängt. Und dann sind wir gemeinsam, haben den Westen erkundet und hatten da natürlich, wie das sich gehört für so einen Trip, auch viele, viele Autofahrten. Und wir haben Stunden über dieses Thema, was es denn jetzt werden sollte, gesprochen und sind zu keiner Lösung gekommen. Also bei mir war es noch so ein Aztekentempel, wo man sozusagen hochlief oben auf die Altarstufe. Das hat Ralf aber nicht so gut gefallen. Und wir haben ewig überlegt. Und dann ist Ralf mit der Hausaufgabe sozusagen nach Hause gefahren. Und da war dann Dennis Lohausen tatsächlich ein Grafiker, der sich wirklich dann da auch reindenkt und super Ideen mit reinbringt. Er hatte dann die Initialzündung, dass er gesagt hat, er will doch mal noch mal was im Fantasy-Bereich machen und er hätte auch so eine Geschichte. Und dann haben sie sich das zusammen überlegt und dann ist das Booklet auch noch irgendwie entwickelt. Und das fand ich natürlich dann schön, dass das dann auch irgendwie griffig war. Bei vielen kommt es an, bei vielen kommt es aber auch nicht an. Also das muss man dann auch wieder sehen hinterher, was mir dann auch ein bisschen leid tut, weil da natürlich auch noch mal viel Arbeit und Liebe drin steckt. Was Alea angeht, also Alea steht, glaube ich, für sehr gute Anleitungen. Das finde ich immer super interessant, diese ja an der Seite immer noch so Kurzanleitungen. Gleichzeitig wird Alea ja häufiger kritisiert, was so Optik und Material angeht, ne? Bogen von Burgund oder auch Carpe Diem. Wie, ja, weiß ich nicht, was denkst du denn dazu? Also was denke ich dazu? Denke ich viel dazu. Ich kenne natürlich die Hintergründe, die ich jetzt in allen Einzelheiten hier ausbreiten kann. Aber letztendlich muss man sich einfach im Klaren sein, dass Alea eine Tochter von einem Weltkonzern ist, der ja ursprünglich nichts mit viel Spielen zu tun hat, sondern Alea ist Alea und das wurde damals durch Stefan Brück, weil er bei FX Schmidt war und die wurden ja aufgekauft und dann hat es eben weiter forciert und wollte einfach gute Spiele machen für einen etwas gehobeneren Anspruch. Und da ist einfach auch das Budget nicht riesengroß gewesen und dann kann man sich halt irgendwann den Star-Grafiker nicht mehr leisten, dann muss ich halt irgendjemand anders nehmen. Und jetzt Carpe Diem, weil das ja immer wieder in Verruf kam, da war es einfach so, dass er, und das finde ich eigentlich ganz schön, mal jemand Neues in die Szene holen wollte und sagen, komm, ich probiere es jetzt mal aus. Diejenige, die es dann aber gezeichnet und illustriert hat, die hatte aber vom Spielen leider nicht so viel Ahnung und auch nicht vom Spiel machen. Und da sind dann einfach Fehler passiert, auch bei dem Transport in die PDFs und Ähnlichem, wo man dann einfach sagt, ja, das hätte man natürlich irgendwie verhindern können, aber es ist irgendwie erklärbar, dass es so ging. Und deswegen denke ich, ja, sei es drum, das passiert halt. Und Ravensburger legt ja dann auch immer noch nach und korrigiert es wieder. Und letzten Endes ist es einfach auch klar, dass wenn ich ein Fünf-Mann-Betrieb bin, dann kann ich auf kurzen Wegen ganz viel absprechen, nochmal drüber gucken und machen. Wenn es erst noch durch die Qualitätsabteilung muss und dann noch hier durch und das wird noch abgesegnet und dann muss der Vertrieb noch angucken und so. Das sind ganz andere Zeiträume, dass da dann hinterher auch was anderes rauskommt manchmal. Das muss man einfach sehen. Und zur Regel vielleicht noch ganz kurz, also das hat Stefan Brück ja damals so erfunden, in Anführungszeichen, und das wurde dann letztendlich ja weitergeführt und mich wundert, dass das noch nicht kopiert wurde an anderer Stelle, weil das ist natürlich zum Wiederreinfinden in ein Spiel echt super. Aber ist vielleicht auch der heutigen Zeit geschuldet, dass viele ein Spiel ja nur noch ein, zwei, dreimal spielen, dann müssen sie auch in 5 Jahren nicht mehr wissen, wie es funktioniert hat, sondern dann ist ja so und so weg vom Fenster. Jetzt werden in letzter Zeit einige deiner Spiele nochmal neu aufgelegt. Jetzt gab es diese Bogen von Burgund Deluxe Edition. Du hast auch schon die City Collection angesprochen. Inwiefern bist du denn da involviert bei solchen Neuauflagen? Also bei der Burgund-Geschichte ist der Verlag Ravensburger hat mich herangetreten und hat gesagt, wir hätten Lust, noch mal was zu machen. Und du sprachst es vorhin an. Auch die Burgund-Ausgaben waren ja nicht immer die Highlights, was die äußerliche Gestaltung angeht.
Von daher war ich da sofort Feuer und Flamme und dann hieß es eben, komm, wir wollen da mal was Richtiges machen und mit Gamefound, an denen Ravensburger beteiligt sind, wollten sie eben einfach eins ihrer Flaggschiffe für diese Zielgruppe nochmal neu auflegen. Und da war dann die Anfrage an mich, ob ich nicht auch nochmal ein bisschen was dazu beitragen kann. Das ist eigentlich auch typisch an der Stelle, dass man dann halt fragt, noch irgendwie eine Erweiterung oder sowas. Und ich bin überhaupt kein Erweiterungsfreund eigentlich. Aber das macht man dann auch und mache ich dann auch so, dass es was taugt, hoffe ich zumindest. Und dann wurde es präsentiert und dann haben die von Awakened Realms aber sich nochmal richtig Gedanken gemacht, wie man das aufpimpen kann. Und das, also ich saß jeden Veröffentlichungstag wieder mit größeren Augen davor und habe gedacht, das ist unglaublich. Und natürlich, dass da auch der Markt offensichtlich besteht, also was da für Summen eingesammelt sind. Wobei bei mir da, um das auch mal zu sagen, oder bei uns Autoren ja nur ein relativ kleiner Teil auch hängen bleibt. Man denkt ja jetzt, oh, ich glaube, so knapp 3 Millionen sind da aufgerufen worden. Also das wäre schön, wenn das bei uns ankäme, aber das ist leider nicht. Aber also was man sagen will, offensichtlich gibt es da den Markt. Und da bin ich also insofern involviert, dass ich eine Erweiterung mache. Was die City Collection angeht, das ist ja natürlich nochmal eine ganz eigene Hausnummer. Also das muss man sich auch mal vorstellen, wenn da ein Verlag auf einen zukommt und sagt, wir machen jetzt deine Spiele nochmal neu mit deinem Namen, deine Linie sozusagen, dann ist das ja was ganz Besonderes. Da bin ich jetzt auch richtig involviert und da hatten wir es vorhin schon davon, da will ich jetzt auch, da arbeite ich mehr fast dran an den einzelnen Spielen als an einer Neuentwicklung, wirklich die alten Dinge neu erfinden und an manche, da gibt es jetzt nicht so viel dran zu schrauben, aber andere, die sind in einem ganz neuen Kontext, da ist nur noch der Kernmechanismus gerettet und alles andere darum ist neu. Ich habe jetzt gerade heute Mittag was gebastelt, was oben auf dem Tisch liegt, was in die Richtung geht, also da sind wir dran und das macht riesig Spaß, da dran zu arbeiten und eben auch A, Fehler auszubügeln, B, aber auch nochmal neue Perspektiven in so Spiele reinzubringen. Und da ist natürlich super schön, dass man, und das ist in der Wahrnehmung nicht immer so, dass die ja gar nicht als Retail-Version, wie man so schön sagt, oder diese Classic-Version angelegt wurden, sondern dass die wirklich schon das Ziel hatten, als Deluxe-Version rauszukommen. Und dann muss man sich auch nicht begrenzen. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt zu sagen, ich will ein schönes Spiel vor mir haben. Das ist natürlich als Autor ein Traum zu sagen, wir packen jetzt rein und ich muss eben nicht drauf achten, nur so und so viel Blättchen reinzumachen, weil sonst nicht mehr auf den Stanzbogen passt, sondern man kann agieren. Dass das jetzt natürlich gerade in die Corona-Zeit reinfiel und die Kostenexplosion dabei war, also das ist natürlich mehr als ärgerlich, aber es ist, wie es ist, kann man sich auch drüber aufregen oder man kann es einlassen. Ich mache Zweiteres. Jetzt haben du und Queen Games zu diesen einzelnen Spielen ja auch so Bilder als Dankeschön veröffentlicht. Da gab es ja auch ein bisschen Kritik gerade zu dem einen Bild von Marrakesch. Habt ihr euch da nicht so viel bei gedacht oder habt ihr dann da danach intern nochmal drüber gesprochen? Also natürlich haben wir da intern nochmal drüber gesprochen. Und jetzt ist die Frage, ob du dich über Cancel Culture unterhalten willst und ob wir hier eine emotionale Diskussion führen. Also, die Frage, die sich an der Stelle ja wirklich stellt, welche kulturellen Aneignungen haben wir da an der Stelle gemacht? Ich habe einen Hut aufgezogen und an Fasnacht verkleidet man sich, hier heißt es Fasnacht, verkleidet man sich und macht ein Bild und jetzt kann man sagen, ja, zu kommerziellen Zwecken. Witzig an der Stelle ist, da haben sich alle drüber aufgeregt, als ich aber in Amerika sozusagen den Mafia-Hut auf hatte oder in Amsterdam die andere Kappe oder so, da war es keine kulturelle Aneignung. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist in Europa geblieben oder in der westlichen Welt und so weiter und so fort. Wir kommen an eine Stelle, wo wir einfach die Grenze setzen müssen. Und für mich ganz persönlich habe ich da keine Grenze überschritten und da hat auch der Verlag keine Grenze überschritten. Wir haben niemand diffamiert, wir haben niemand durch den Kakao gezogen. Und jetzt kann man sagen, natürlich stört es Leute. Aber, und das war dann auch spannend,
auf mich persönlich sind viele Marokkanerinnen und Marokkaner gekommen und gesagt, toll, finden sie gut. Und es gab so ein paar, vor allem aus USA, eben eine Gruppe, die da sich besonders drüber aufgeregt haben und Polizei gespielt haben. Und das finde ich dann tatsächlich auch spannend, mal am eigenen Leib zu erleben, dass die Betroffenen letztendlich sich an der Stelle überhaupt nicht irgendwie angegriffen gefühlt haben. Und wir sehen es ja jetzt umso mehr, weil ich dann auch mit anderen Verlagen natürlich drüber gesprochen habe. Es war ja gerade so eine Zeit, und dass man zurückrudert und so. Und was jetzt gerade mit diesem jungen Winnetou passiert und Ravensburger, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, dass sie jetzt dieses Kinderbuch zurückziehen, eben aus den gleichen Gründen. Da muss die Gesellschaft, glaube ich, jetzt einfach nochmal neu drüber nachdenken, um zu sagen, wo ist eine Grenze und wo ist keine Grenze? Und was wird irgendwo reininterpretiert und was ist tatsächlich so? Du hast vorhin gesagt, Spiele sind nie fertig. Wie ist es jetzt bei diesen Überarbeitungen der City Collection? Würdest du sagen, das sind dann die besseren Versionen der Originalspiele oder sind die oder stehen die ganz eigenständig? Sowohl als auch. Also je weniger Veränderungen dran sind, desto weniger sind sie natürlich eigenständig, ist ja klar. Und das war ja schon auch Ziel, sonst hätten wir sie ja noch neu auflegen müssen, den Grundgedanken auch zu erhalten. Aber irgendwie sind es dann eben, wie gesagt, also mit Marrakesch ja ein ganz neues Spiel, das ist ja so und so eigenständig, aber jetzt La Isla, ich hatte es ja angesprochen, kam nicht so an. Jetzt in Jena, das ist tatsächlich nochmal ein anderes Spiel. Das ist jetzt oberes Kennerniveau geworden in dieser einen Version. Und das ist dann wieder ein eigenes, für mich jetzt als Autor, praktisch ein eigenes neues Projekt. Okay, dann habe ich noch eine Frage. Da geht es nicht mehr um dich als Autor, sondern um dich als Spieler. Was sind denn so Evergreens, also Spiele, die bei dir immer auf den Tisch kommen können? Ja, das sind schon welche, die schon weit zurückliegen. Also da nehme ich auch immer die gleichen, weil ich damit einfach groß geworden bin. Das ist Fürsten von Florenz von Wolfgang Kramer. Es ist Taj Mahal von Knizia, beide aus dem Alea Verlag. Raja von Kramer, Löwenherz von Teuber. Also ich habe Catan zu der Zeit geliebt, das ist jetzt eigentlich durch, aber Löwenherz ist ein Meilenstein der Brettspielgeschichte in meinen Augen, kommt immer auf den Tisch. Und jetzt von dem Neueren, tatsächlich bin ich jetzt auch sanfter geworden, zwischendurch war ich mal ein bisschen kritischer. Also was die neuen Spiele angeht, Arche Nova gefällt mir sehr gut, spiele ich gerne, darf gerne auf den Tisch kommen. Und ja, das eine oder andere, Cascadia habe ich jetzt auch schon häufiger gespielt, was ich nicht gedacht hätte, als ich gelesen habe, wie es funktioniert, aber das ist so ein Spiel, und da sind wir wieder bei Kunst, irgendwie haben die es geschafft, da die Spannung reinzubauen auf einer netten Unterhaltung, das ist dann schon irgendwie kreativ. Ja, wunderbar. Stefan, würde ich sagen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Danke dir auch. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du den Brettspiel News Podcast gehört hast. Folg uns gern auf Facebook, Instagram und oder Twitter. Wenn du dich mit anderen Spielebegeisterten austauschen möchtest, schau auch auf unserem Discord-Server vorbei. Wir würden uns natürlich auch sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcast und Spotify freuen und auch gerne auf Feedback bezüglich unserer Folgen und oder Wünsche, was Gästinnen und Gäste angeht.